Это видео создано, чтобы помочь вам разобраться в банковских услугах, с которыми многие из вас имеют сложности, проживая в Германии. Мы расскажем о Джироконто и о Шпарконто, и о том, как делать денежные переводы и многое другое. Но перед началом этого видео хотим сказать, что наша школа Монста Deutsch получила сертификацию в Германии, и поэтому мы благодарим всех, кто помогал нам и поддерживал нас. Вы также можете помочь развитию нашего канала, когда ставите лайки, пишите комментарии и подписываетесь на нас. А сейчас давайте начнем. Ja. <laughs> Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Geld überweisen. Dann müssen Sie dieses Formular ausfüllen und unterschreiben. Об этом формуляре и идет речь. Это Überweisungsschein. Посредством этого Überweisungsschein вы можете оплачивать наши курсы. Вы приходите в банк и просите einen Überweisungsschein. Например, вы можете сказать Geben Sie mir bitte einen Überweisungsschein. Нужно идти в тот банк, в котором у вас открыт счет. У вас есть карта этого банка. И вы берете этот Überweisungsschein и вписываете название фирмы Monster Deutsch. Далее вписываете IBAN, так как у нас на картинке. Вы пишете DE, FUNF, и так далее. Далее вы вписываете BIG ниже, сумму, и вы вписываете в назначение платежа с и, например, уровень а айнс и так далее. Ниже вы пишете свою фамилию и имя, и если нужно, вам нужно вписать ибан если туда ничего не было вписано. Но обычно, когда вы приходите в свой банк и получаете шайн, то Ваш ИБАН будет уже вписан автоматически. Далее вы пишете число и расписываетесь. И отдаете заполненный бланк своему бератору. Консультант банка даст вам копию, и деньги будут автоматически сняты с вашей карты, с вашего счета. Вот таким образом вы можете по Германии оплачивать наши курсы. вообще, можете по Европе оплачивать что хотите. Was muss ich in dieses Formular schreiben? Sie müssen den Namen und die Bankverbindung in das Formular schreiben. Sie können das Formular Dort drüben ausfüllen. Okay, danke, ich komme gleich. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Ist das kostenlos? Ja, Ihr Girokonto ist kostenlos. Wann bekomme ich meine Kontokarte, wenn ich sie heute beantrage? Die Kontokarte. Bekommen Sie circa in einer Woche. Die Kontokarte schicken wir Ihnen per Post zu. Super, danke. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein Sparkonto eröffnen. Ich möchte Geld sparen. Bekomme ich Zinsen? Ja. Wie hoch sind die Zinsen? Der Zinssatz ist derzeit 0,2% jahr das ist ja nicht viel ja die zinsen sind derzeit sehr niedrig okay danke ich überlege es mir noch auf wiedersehen Die Bankfiliale. Der Kundenberater. Das ist Mark. Er ist Kundenberater dieser Bankfiliale. Die Kundenberater dieser Bankfiliale sind sehr freundlich. Der Kunde. Das Beratungsgespräch. Den Kunden gefällt das ausführliche Beratungsgespräch. Die Kontoform. Wir haben verschiedene Kontoformen. Das Konto auflösen. Ich werde mein Konto auflösen. Ein Konto eröffnen. Ich möchte ein neues Konto eröffnen. Die Gebühr. Die Miete. Die Gebühr für Ihr Konto beträgt nur 4 Euro. Sie können Ihre Miete vom Konto abbuchen lassen. Die Überweisung. Verschicken. Der Bankautomat. Speziell. Unser Bankautomat ist speziell, Sie können von dort aus Überweisungen verschicken. Die Einzahlung, das Handy, die App. Über unsere App können Sie auf Ihrem Handy sofort Ihre Einzahlungen sehen. Das Online-Banking. Installieren auf etwas. Installieren Sie unsere App auf Ihr Handy und nutzen Sie das Online-Banking. Die Auszahlung. Monatlich. Monatlich sind zehn Auszahlungen kostenfrei. Kostenlos. Zufrieden. Das Konto ist für Sie kostenlos. Außerdem haben wir eine Zufriedenheitsgarantie. Auf das Konto überweisen. Kann ich Geld auf ein anderes Konto überweisen? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich können Sie Geld auf ein anderes Konto überweisen. Etwas zugeschickt bekommen. Sie bekommen Ihre EC-Karte zugeschickt. Die Geheimzahl. Sie bekommen Ihre EC-Karte und die Geheimzahl per Post zugeschickt. Der PIN-Code. Eingeben. Geheimhalten. Der Code. Das Passwort. Bitte geben Sie Ihren PIN-Code ein. Sie müssen Ihren PIN-Code genauso wie Ihr Passwort geheim halten. Das Formular ausfüllen. Unterschreiben. Der Personalausweis. Der Vertrag. Сейчас я покажу тебе, как ты сможешь быстро выучить немецкий по классному, эффективному и проверенному годами курсу.